In der aktuellen Sonderausstellung geht es, wie der Name schon sagt, um die Mädchen von Zimmer 28, die im Kinderheim 1110 in Theresienstadt untergebracht waren. Und das Ganze ist so der Zeitraum zwischen 1942 und 1944. Das sind, die Zusammensetzung fluktuiert, aber es sind so zwischen 50 bis 60 Mädchen, die in diesem Zeitraum dort untergebracht waren. Alter von 12 bis 14 Jahren, also gerade so zur Schwelle zum Teenager-Sein. Und es geht ein bisschen darum, wie haben diese Mädchen in dieser Gemeinschaft dort zusammengelebt. Das Besondere an dieser Ausstellung ist einfach, wie wichtig in dieser Situation, in der es ja tagtäglich auch um Leben und Tod ging, um Todesangst, Terror, der außerhalb dieses Zimmers stattfand, wie in dieser Situation zum einen Menschlichkeit bewahrt werden konnte, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, Solidarität miteinander, Respekt, Toleranz. Also das sind alles Werte, die durch die Mädchen gelebt worden sind, aber vor allem auch durch die Erzieherinnen, die mit den Mädchen gearbeitet haben. Also es war in Theresienstadt eigentlich verboten, zum Beispiel die Kinder zu unterrichten, aber die haben es trotzdem gemacht, im Geheimen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt für diese Kinder, da so ein Stück weit, ein Stück Normalität zu haben, ein bisschen die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel im Kunstunterricht sich zu betätigen, Kultur zu schaffen, Kunst zu schaffen. Das wird in der Ausstellung auch thematisiert. Also die Künstlerin, die Bauhauskünstlerin Friedel Dicker-Brandeis, die Mädchen dort auch von Zimmer 28 unterrichtet hat, wo im Nachhinein Überlebende aus diesem Zimmer gesagt haben, das war etwas ganz Besonderes mit ihr, diesen Unterricht zu haben. Das wäre, als würde alles drumherum verschwinden. Und dieses Zimmer 28 war für die Mädchen damals quasi, und stammt auch von einem Ausspruch einer Überlebenden, eine Insel im tobenden Meer. Das Feedback war tatsächlich recht positiv. Also da war viel Interaktion dabei. Zum einen haben wir ein Gästebuch, in das natürlich sich Gäste eintragen. Zum anderen, was mich ganz besonders bewegt hat, war, dass ein Besucher so angetan war von dem Titelbild, das wir gewählt hatten für die Ausstellung. Das ist eine Farbpalette, gemalt von Judith Schwarzbart, in diesem Unterricht von Friedel Dicker-Brandeis. Und das Bild ist so bunt und lebensfroh. Die Farben sind wirklich so stark. Und dieser Gast war so beeindruckt davon, dass er es abfotografiert hat und auf eine große Leinwand hat spannen lassen und uns überlassen hat. Und dieses Bild wird auch jetzt weiter mit der Ausstellung wandern. Also diese Kinderbilder, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, sind, glaube ich, ein großer Teil, was die Ausstellung auch ausmacht für die Besucherinnen und Besucher. Also da kam viel Resonanz darüber. Es ist nämlich genau das, also dieser Kontrast zwischen einer Normalität von einer Kinderzeichnung oder einer Collage, die so bunt ist, und dem, was drumherum passiert, was die Ausstellung drumherum auch erzählt.